Herzlich willkommen bei Brennenden Mund aus Asthma Physik Astro TV. Im heutigen Video werden wir uns mit dem hellsten Stern des Sternbilds Kleiner Hund beschäftigen, das den Namen Procyon trägt. Procyon ist etwa 11,4 Lichtjahre von der Erde entfernt und gehört zur Wintersechseck an. Genauer gesagt handelt es sich bei Procyon um ein Doppelsternsystem. Das heißt, es besteht aus zwei Sternen, die gravitativ aneinander gebunden sind und sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen. Aber was für Sterntypen sind im Procyon-System vorzufinden? Also man hat einmal Procyon A und einmal Procyon B. Bei Procyon A handelt es sich um einen gelblich-weißen Hauptreihenstern der Spektralklasse F5. Es hat die 1,5-fache Sonnenmasse und etwa die 7-fache Sonnenleuchtkraft. Und bei Procyon B handelt es sich um einen weißen Zwerg der Spektralklasse DQZ. Und weiße Zwerge sind Überreste von massenarmen Sternen. Also die Überreste von Sternen, die unter 8 Sonnenmassen hatten. Procyon B hat 0,6 Sonnenmassen, was etwa typisch für weiße Zwerge ist. Und ist etwa so groß wie die Erde. So viel dazu. Da wir ja vorher gesagt haben, dass es sich bei Procyon ein Doppelsternsystem handelt, sind natürlich noch ein paar wichtige Daten dazu anzugeben. Also Procyon A und Procyon B umkreisen sich in etwa 41 Jahre. Das heißt, das ist ihre Umlaufsperiode. Und ihre Umlaufbahn ist exzentrisch. Das heißt, der kleinste Abstand beträgt 9 astronomische Einheiten. Das sind etwa 1,35 Milliarden Kilometer. Und der weiteste Abstand beträgt 21 astronomische Einheiten. Das sind über 3 Milliarden Kilometer. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen dazu zu sagen. Sowohl der griechische Name als auch der lateinische Name von Procyon bedeuten vor dem Hund. Wir alle kennen ja den Hundstern, das ist Sirius. Und natürlich würde dann vor dem Hund bedeuten, dass es vor Sirius aufgeht. Also, es gibt auch eine Gemeinsamkeit mit Sirius, zwischen Procyon und Sirius. Procyon ist genauso wie Sirius ein Doppelsternsystem, das aus einem Hauptreihenstern und einem weißen Zwerg besteht. Also eine sehr große Gemeinsamkeit, was man auch nicht so oft findet. Und Procyon ist in der brasilianischen Flagge abgebildet, was ihr nämlich hier auf dem Foto nämlich sieht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal dann auf Wiedersehen. Ciao.